Audi, Mercedes, BMW oder ein schicker Oldtimer. Hier gibt's genug Auswahl. Aber halt, alle Autos sind nicht etwa für Erwachsene, sondern ausschließlich für Kinder. Im ersten Kinderautohaus Deutschlands können die Kiddies mal so richtig auf die Tube treten. Diese Autos sind alle 12 Volt, haben alle zwei starke Antriebsmotoren, sind aber alle fernsteuerbar, sodass die Eltern zum Beispiel diese Autos jederzeit, jede Sekunde fernkontrollieren, sogar fernstoppen können. Schneller als Schrittgeschwindigkeit sind die kleinen Flitzer natürlich nicht. Eltern brauchen also keine Angst haben, dass die kleinen Rennfahrer plötzlich auf die Straße fegen. Trotzdem gibt es ein paar Regeln für Eltern und Kind. Also als Elternteil sollte man die Kinder mit den Fahrzeugen möglichst niemals unbeaufsichtigt lassen. Und man sollte natürlich zum Beispiel immer die Fernbedienung parat bei haben, um einfach jede Sekunde eingreifen zu können. Ansonsten steht dem Fahrerlebnis der Kinder nichts mehr im Wege.